und den machen. Wir sollten eine Quadrat. Nehmen eine quadratische Grundfläche, nehmen wir einfach die Länge und tun eine quadratische Grundfläche draus machen. Dann zählen wir mal. Warte, ich zähle mit. So, hier bin ich auf der 334. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier bin ich 118. 16. 16. Ah, bin ich drauf gekommen. Aber wenn du 16 machst, es muss eine ungerade Zahl sein. Also 17. Damit du oben einen gescheiten Giebel hinkriegst. Ja, dann machen wir halt hier in zwei raus. Genau. Ich zähle hüben, du auf der anderen Seite. Genau. 1, 2, 3. 60. Der Anfang von dem Haus hier, oder? Was? Ja, bin ich hingekommen. Nee, ich bin in 16 sind es doch, oder? 17 16. haben wir doch gerade gesagt. 17, das sind 17, hab ich über 17. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Du bist auf 18. Ja, auf welcher Z-Achse bist du jetzt? Ich zähle hier Blöcke. 1, 2, 3. Welcher Z-Achse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Komme ich hier an? Geht aber nicht, weil das die Reihe ist 43 ist dort oben, hier 63 ist. Ergo musst du hier hin. Das hier ist Reihe 59. Hier 60. Moment, das 59. 43 dort oben. Und hier oben ist 43. Ergo musst du auf 60, ne? Ja, aber das sind doch 17 Blöcke. Hier wollen wir auf. Heißen wir den Rand. 118. Ein Rand. Wir müssen auf 117. 118 und 134. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bis zur Ecke. Von Ecke zu Ecke sind 17. Warum setzen jetzt hier schon wieder einen hin? Das war schon. Warte mal, das ist trotzdem jetzt weh, das machen. Wir haben einen Heilwesenbereich jetzt festgelegt. So, ne? Jetzt sehe ich es nochmal aus hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Skelett in der City. 17. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Philipp! Moment, was? Lauf mal zur Windmühle. Ja, da geradeaus jetzt. Na gut, dann passt es ja, wenn die auf ihrer Höhe sind. 118 hier. Bei dir ist eine Kuh ausgebüxt. Was? Gut. Wir würden durch eine Kuh rum. 1, 2, 3. Ah, ja. Passt schon. Machen wir's hier. Guck mal, da liegt ein Ei. Philipp, hier. Oh, Kartoffeln. Ja, wir lassen das Quadrat hier. Reiß mal alles, was da drin steht, weg. Warte, da helfe ich ganz schnell. Hm. Ich musste bloß ja erstmal Zeug klauen. Sandstein warten. Und Sandsteintreppen kann man behalten, die sind auch sehr wichtig. Nee, die hätte ich weggeschmissen. Du weißt ja, dass ich alles wegschmeiß. Boah, jetzt mach mich noch doof deswegen. Und angefressene Häuser kann man eigentlich gleich wegreißen, ne? Warum sitzen hier eine Kuh im Haus? Ja, tu erstmal nur das Stück und die angefressenen Häuser. Ja, die kannst Häuser du kann töten, Philipp, jetzt mach mal halblang, ja. Ja, die ist schon weg. Brauch dich noch, bist verrückt. Jetzt haben wir keine Kühe mehr. Wir müssen eh unsere Kuhform mal ein bisschen erweitern irgendwie. Für alle zusammen, würde ich mal sagen. Ich hätte gedacht, dass dann in einem Keller von dem Mittelgebäude, Tempel, wie auch immer, Rathaus, könnte man auch dann einen Zaubertisch bauen. Oh, das ist eine gute Idee. Da wäre nämlich dann endlich mal das leidige Thema gemacht. In 15 Folgen, wenn ich, oder 30 Folgen, wenn ich fertig bin mit bauen, ja. Was mit der Einrichtung auseinanderreißen hier. Aber wie gesagt, Daniel, Kuhfarm können wir mal eine größere machen irgendwann.
Generell, ja, die Schlösschen im Haus, ja, ist, ja. Ja, ich will auch nicht diese ganzen Getreideformen hier mit im Dorf haben. Das muss ja irgendwie außerhalb gemacht werden dann. Nein, kann die auslagern. Wenn ich mein Dämme baue, kannst du ja die Pferde auslagern, ne? Und dann müssen wir dann auch ein Feld kriegen, oder ne? Ja. Da geht jeder dann ein Feld, so was ich, 20x20 oder so ein Scheiß. Nee, jeder, das ist dann für alle immer gleich. Wir sind auch ein großes Du musst Tor. Halt mal 64 abholzen. Und der Rest bleibt halt stehen. Ja, dann machen wir halt ein riesengroßes Feld und dann darf sich jeder was nehmen. Wenn er nachpflanzt, kann sich jeder was nehmen, ist ja kein Problem. Ja. Da möchte ich aber alle Pflanzen vertreten haben, die es gibt, ne? Im Spiel, die man züchten kann. Ja, Karotten, Möhren, wir wissen es schon. Lian. Kakaobohnen. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Meine, was soll man eigentlich schon fast genug Sandstein haben, und die ganzen Hütten abgerissen haben, ne? Ich wiederhole, Kakaobohnen. Haben wir schon welche? Jetzt hab ich hier Eisen mit. Ach du arme Sau, ich hab ohne. Kann fast so Rage Quit machen. Irgendwann haben wir das ganze Dorf wieder weggeruppt irgendwie. Ja. Umgelagert wird das. Jetzt läuft Musik im Hintergrund. Hast du. Wollen wir irgendwo eine Truhe hinstellen, wo die ganzen Sandstein, die wir jetzt aufsammeln, klar reinhauen können? Ja. Weil brauchen wir dann sowieso alles für den. Oder was er nicht gebraucht hat, können wir dann aufteilen, wie auch immer, so scheißegal. Ne, ich brauche auch ein bisschen was. Ich will aber nicht den sauberen Sandstein, sondern den Dreckschen. Na gut, den sauberen, den Dreckschen, dann tust du 4 Sandsätze, kriegst du sauberen, oder muss man den brennen? Nee, 4 Sandsätze kriegst du Dreckschen, oder ne? Ja, wenn du 4 Sand zusammensetzt, kriegst du 4 dreckigen. Und dann, ja, wenn gut, du die 4 dreckigen zusammensetzt, kriegst du 4 saubere. Sauber braucht aber keiner. Doch. Ich finde es scharf, die Dinger. Alter. Hey. Ja, ja. Handy aus. Philipp, kannst du mal das Handy weg? Weglegen. Meins fällt gerade auf. Meins auch. Ich komm da nicht mehr ran. Ist die Vibration so stark? Muss ja nur unbedingt weit von dir wegliegen. Meins liegt auf dem Fußboden. Ja. Wenn er drauf tritt? Parkett. Der tritt keiner drauf, in die Ecke kommt gar keiner. Was lesen das auf dem Fußboden zum Laden? Flip, du passt in jede Lücke. Soll ich sonst hinlegen? Meine Steckdose ist dort unten. Das Laderkorb ist so lang, kannst du hochziehen. Kannst du nicht nur eine Steckdose haben? Soll ich das hinziehen, bitte schön? Da ist nichts in der Nähe. Soll ich das Bett legen oder was? Leg mich drauf. Macht ja nichts. Das musst du schön säuberlich machen, dann siehst du es, bevor du dich hinsetzt. Ich habe mein Ladekabel fest in meine Hausinstallation eingearbeitet. Wie schnell? Steckst du mal wieder ab? Ja, das findest du doof. In der Anleitung stand: erst das Handy anstecken, dann das Ladekabel an der Steckdose anstecken. Niemand liest die Anleitung vom Handy zum Aufladen. Ich schon. Also mein Handy-Netzteil, das steckt 24/7. Und mein Handy, das kommt dann immer mal ran. Nee, noch eins. Warum rupst du den Weg weg? Da ist aber gar kein Haus mehr. Scheißegal. Hab ich immer eingerissen. Oh, mein Inventar ist voll. Kannst du das aufnehmen? Na klar, eine richtige Blutbeine. So, und das ist ein. Apropos Huhn, da fällt mir gerade ein, ich wollte das heilige Huhn einführen. Was wird denn aus dem angeknabberten Haus jetzt? Was ich mir irgendwann nichts zu tun habe, würde ich gerne hier das Chick bauen. Ja, gut, da ist das Haus. Aber das dauert noch. Ja, die angefassten Hütte wollen die Uhr wegreißen, weil wenn dann der Tempel hier rüber geht, dann dürfen, ne? Ja, da kommt die Uhr weg. Das ist wie tropischer Regenwald. Oh, alles schön hier. Rums. Oh, da bauen sie mal angefressen. Hier raus mit gleich weg. Oh, da hat ein Affe dran rumgekaut. Rums, weg. Nee, komm mir nicht. Hey.